Willkommen zurück zu Moorhuhn, Tiger and Chicken, nachdem der letzte Part ja so spontan beendet wurde, weil ich einen dringenden Anruf erwartet habe und war das Ende wahrscheinlich sowieso mit Störgeräuschen, weil die hört man halt. Und ich brauche meinen Timer bei Moorhuhn, Tiger and Chicken von meinem Handy, weil ich habe sonst keinen anderen Timer, den ich mir stellen kann. Lag das Handy halt direkt daneben. Aber egal, in diesem Part erwartet mich kein dringender Anruf. In diesem Part kommt mein Vater irgendwann nach Hause, bringt mir was mit. Das war der wichtige Anruf und ich wusste gar nicht, dass man hier hochgehen kann. Das heißt, da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer umsehen. Wenn man hier hochgehen kann, dann kann man da bestimmt noch irgendwas finden. Wie zum Beispiel jetzt eben das Ding, was ich da gerade zum Upgraden gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob ich damals im Livestream alle gefunden habe, alle Seelengefäße. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal zur alten Pagode. Weil, wir müssen sowieso nochmal zurück. Spiel gespeichert? Wunderbar. Und das sind sehr viele Gegner. Du wagst es, mein Reich zu betreten? Na warte! Ich werde dich lehren, dass die Ruhe der Knochen nicht leichtfertig gestört wird. Dein Fleisch wird vergehen, aber deine Knochen werden die Ewigkeit mit uns verbringen. Packt ihn! Und da brauchen wir das goldene Dings da. Mami! Mami! Das sind mir viel zu viele! Nehmt doch gerade am Muttertag auf. Kann ich auch mal dazu sagen. Es ist, spät am Abend. Der Muttertag ist gelaufen. Und ich muss den töten. Da liegt ein Skelett am Boden. Jungs, Mädels, naja, Mädels, keine Ahnung, Jungs. Das Skelett, das sieht ja richtig... Alter, was ist das für ein OP-er Krieger? Der wird wahrscheinlich... Was? Da liegt noch einer? Die wachen doch hundertprozentig auf, sobald ich jetzt die alle hier getötet habe. Da liegt noch einer. Ja, genau. Solange meine Schergen leben, lebe auch ich. Was ist denn jetzt los? Was? Du hast deinen Widerstand noch nicht aufgegeben. Warte nur, ich hab noch mehr von denen. Scheiße, der Fernkämpfer, der Heiler, der... What the fuck is going on? Sorry, das wird wahrscheinlich sehr, sehr laut gewesen sein, aber... Ich pack's nicht mehr. Ich werd hier richtig durchgenommen. Ich werd hier einfach richtig durchgenommen. Das ist krank. Ich weiß nicht, wer der Heiler ist. Ich würde lieben gern den Heiler zuerst töten. Der ist tot. Gehe ich jetzt auf den hier. Komm. Perfekt. Die anderen sind geflüchtet anscheinend. Das gefällt mir. Und jetzt stürme ich da einfach so rein. Komm. Den kriege ich down. Ja, nice. Der hat jetzt hier direkt... Ah, Scheißdreck. Das Level Up kommt fast. Besser konnte das Level Up nicht kommen. Das ist der Nahkämpfer, ne? Der hält viel aus. Komm! Yes! Du hast mich besiegt! Ich pack's nicht mehr. Das war ja mal ein krasser Bosskampf. Igitt, das sieht aus wie die Hand einer Kröte, einer großen Kröte. Was? Ach, ist es das, was die eine verloren hat? Moment. Da muss er jetzt unter wichtige... Nee. Wo ist das? Warte mal kurz. Wir können da wieder was upgraden. Dann grade ich jetzt den Wirbelwind ab. Der ist sowieso... Boah, der ist episch, Leute. Und wir können hier auch nochmal 4. Zack, zack und zack. Wow, sind wir schon weit hier beim Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noch. Dann wären wir die zwei fertig. Krasse Scheiße. Ich will da noch nicht hoch. Mich ja erst noch ein bisschen umgucken. Ich glaube, wir haben alles. Ich will ja auch noch... Hier können wir ja noch Elemente upgraden. Zweimal. Und ich grade hier beides ab. Erde brauche ich nicht. Das trifft sowieso so selten. Warum soll ich das upgraden? Naja, wie dem auch sei. Hier brauchen wir das eine Teil, glaube ich.
Moron macht auf jeden Fall was. Waage des Wohlbefindens erhalten. Anscheinend brauchen wir es doch nicht. Und dann öffnen wir hier noch die Truhe. Und anscheinend war das nur ein Mini-Boss. Was ist los? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Mann, hier ist ein cooles Easter Egg. Seltsames Schild. Ich mache mobil bei Kampfsport und Spiel. Kampfschule Kröt. Ich weiß auch nie, wie man da drauf kommen soll. Ich bin auf jeden Fall drauf gekommen, als ich mich hier irgendwie hingestellt habe und dann stand da unten komische Schilder. Haben wir einfach mal Enter gedrückt. Ja, ich bin auch hobbylos. Und jetzt muss ich irgendwie zurück zum Dorf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Na, wie dem auch sei, wir gehen einfach mal hier runter. Und gucken mal. Moment. Seltsames Schild. Wenn es mal wieder länger dauert, Kampfschule Kröt. Moment. Die Schilder haben... ich finde die Sprüche cool mit den Kampfschule Kröt. Will ich mit dir schon reden? Ich glaube nicht. Ich möchte aber mit dir reden. Mit dir handeln vor allem. Und dich möchte ich verkaufen, aber du bist episch, aber dich brauche ich eigentlich auch nicht. Aus dem Grund weg mit dir. Und dich brauche ich auch nicht, weil ich bleibe lieber bei der Stärke und damit verpisse ich mich mal. Wieder zurück in den Wald. Den tiefer Sumpf. In den tiefer Sumpf. Das ist sehr gutes Deutsch. Sind alle Gegner respawned? Nee, das ist nett von dir, Spiel. Darf ich noch etwas verkaufen? Ich würde gerne das hier verkaufen. Dankeschön. Jetzt habe ich zwar nur 10 Heiltränke. Das ist echt wenig in dem Spiel. Ihr seht ja, wie viel ich brauche. Einmal. Und ich glaube, ich brauche das Ding hier. Nee, brauche ich nicht. Gut, immerhin habe ich nachgeguckt. Ich will absolut nichts verpassen. Ich will in diesem Spiel die 100%. Ich will den kompletten Fähigkeitenbaum. Ich will alle Elemente aufs Höchste abgegradet haben. Das ist 100%. Und ich liebe den Soundtrack, egal wie lange es dauern wird, das Spiel als Let's Play. Oberer Sumpf. Na dann reden wir mit der Kröte. In der Hoffnung, dass sie uns irgendwie weiterhelfen kann. Vielleicht ist es ja auch der goldene Spiegel, den sie verloren hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, Riesenkröte. Kröt. Ach, Moment. Kampfschule Kröt? Heißt das, du hast mal eine Kampfschule geleitet? Ach, du Scheiße. Wenn Meister Chiken schon mit uns kämpfen wollte, willst du es auch? Wie viel wirst du denn einstecken, so fett wie du bist? Nichts gegen Fette, aber... Ne? Scheiße. Aber nicht jetzt, oder? Ah, das kleine charmante Huhn. Du hast die Waage des Wohlbefindens gefunden. Die Dorfbewohner werden es dir danken. Da wäre noch etwas Schreckliches. 3 kleine junge Küken sollten in meine Obhut gegeben werden, damit ich ihnen helfe und sie aufziehe. Aber sie sind nicht bei mir angekommen. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Ohne das, was sie in meiner Schule lernen, haben sie es hier draußen sehr, sehr schwer. Wenn du ein Herz hast, wirst du sie suchen und sie zu mir bringen. Warte, das hier wirst du vielleicht brauchen. Es lockt die Sumpfschnapper an. Sie können dem Duft nicht widerstehen. Was habe ich jetzt erhalten? Nichts. Okay. Welchen Duft sie auch immer nicht widerstehen können. Ich habe es nicht erhalten anscheinend. Ja, wahrscheinlich ist das einfach nicht da gestanden. Ich könnte mir auch mal meine Quests angucken, die ich eigentlich jetzt noch habe, aber egal. Egal. Wir gehen einfach nach da unten. Unsere nächste Aufgabe, 3 Kinder suchen für die Olle. Olle Alte. Moment mal. Ja, ganz dumm bin ich nicht. Das habe ich gesehen. Und ich mache übelst Damage. Guckt euch das an. So. Kaching. Und tot. Nice one. Alter, ich mache aber auch Damage, ne?
Aber der Sumpf, ne? Der ist nicht einfach. Da muss man sich wirklich... Hab ich das schon? Moment. Nee, hab ich nicht. Dann grade ich jetzt das Feuer komplett ab und sage Dankeschön. Hier muss man sich wirklich umgucken. Hier kann es überall lang gehen. Es wäre auch klug, wenn ich das nochmal machen würde hier. Den ganzen Weg abrennen. Aber irgendwie... Hier sind auch Häuser untergegangen. Hier ist echt viel zerstört. Lalalalalala. Haben wir hier. Hier ist auch... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist... Altes, verlassenes Zeug. Stuff. Ne? Na dann, locken wir die Sumpfschnapper an und gehen weiter. Baumstammbarrikade. Müssen jetzt die ganze Zeit Bosskämpfe kommen? Das ist echt übertrieben. Das sind mir viel zu viele Bosskämpfe, die aufeinander folgen. Also, ich sehe das jetzt ja auch schon als halben Minimum. Oder war das vielleicht der Bosskampf von dem Gebiet und jetzt kommt ein neues? Das kann natürlich auch sein. Gucken. Jedenfalls haben wir alle ganz simpel getötet. Ich habe sogar eine Potion erhalten und dann gehen wir weiter. Tja, oder ich hätte doch lieber da bleiben sollen, wo ich gestanden bin, weil... Ihr seht, die Sumpfschnapper, die machen keinen Halt vor dummen Hühnern. Und ich habe Erfolg freigeschalten. Ja, Saufnase. Ach so, weil ich Heiltränke getrunken habe en masse. Und ich trinke direkt mehr, weil ich krepiere hier noch. Was zur Hölle bist du denn? Das ist vollkommen abnormal. Was sind das denn für fette Viecher? Alter. Du hast gebackt gerade eben noch. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Es sind mir viel zu viele. Nee. Ich komme darauf nicht klar. Doch niemals tot, so viel Damage, wie wir die machen. Besonders die Fetten hier. Der Fette da unten. Was ist das? Das ist doch kein Sumpfschnapper mehr. Das ist doch übertrieben. Ich trinke mal ein paar Schlücke. Und stürm dann mit vollen Reihen. Mit 7 und 8. Aus dem Grund müssen wir da mal kurz warten. Ist nicht so schlimm. Hoffentlich. 7, 8, 0, ab geht's. Langsam. Der hat einfach mein... Nee, ich habe mein Wasserschild gar nicht benutzt. Ich war zu dumm dazu, das ist gut zu wissen. Ich dachte schon, jetzt hat er mein komplettes Wasserschild zerstört. Mit der einen Attacke. Das wäre es natürlich gewesen. So. Gekillt. Hat nicht mal eine Einleitung bekommen, der fette Typ. Da hinten stehen wieder... ist doch unglaublich, wie die respawnen. Die respawnen wie die Trotteln. Na dann. Die wären tot. Was haben wir hier? Scheißegal. Verkaufe ich beim nächsten Mal. Wird sowieso Zeit. 3 Kinder. Ah, da sind sie. Nice. Na dann. Ich hole mir erstmal hier die Truhe. Mal, was der hier zum Anbieten hat. Verkauf. Na, wobei... Komm, ich scheiß auf Schwäche, nehme mir einmal das hier. Die kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Verkaufen. Und verkaufen. Was ist das denn? Verkaufen. Die brauche ich auch nicht. Ich brauche keinen Mana. Merkst du das nicht, Spiel, dass ich die nicht brauche? Du, das grüne Amulett, das wäre schon ein bisschen besser als das rote derzeit. Mit den KP. Und ich gönn mir mal hier wieder 15, brauche ich.
Verkauf dann einmal das hier, zweimal das hier und dann bin ich wieder auf dem neuesten Stand, wie man hier sieht. Jupp. Na dann, reden wir noch mit den Kindern, würde ich sagen. Guckt euch das an. Tick, Tack, Toe. Ich wollte gerade sagen, Tick, Trick und Track, weil der eine hier Tack hieß, aber... Tick, Tack, Toe. Ja, moin. Was geht? Ein Retter, ein Retter! Bringst du uns in die Krötenschule? In der Krötenschule gibt es Geschenke. Und man darf alles lernen, was einem die Eltern verboten haben. Wir wollen nicht mehr allein hier draußen sein. Na dann, auf zur Krötenschule, oder? Wisst ihr was? Ich guck mich noch ein bisschen um. Spannender Abbruch des Parts. Beim nächsten Mal geht's ab zur Krötenschule. Tun, was die Eltern verboten haben. Kampfkünste lernen, ohne dass es die Eltern bemerken. Was zur Hölle macht die Kröte? Trainiert sie heimlich kleine Kinder für ihre fiesen Taten? Das und viel mehr beim nächsten Mal.